Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch die Stadt. In unserer aktuellen Staffel, die heißt Draußen in Wien oder Wien im Grünen, und es geht um Parks. Wir waren schon im Augarten und auch im Prater und haben uns aber beim letzten Mal, in unserer letzten Folge, nur einen ganz kleinen Teil vom Prater angeschaut, nämlich wie das historisch so gewachsen ist und was da zu tun war und ist oder auch wo man Sport machen kann zum Beispiel. Und heute widmen wir uns einem weiteren Aspekt des Praters, nämlich einen, den ich relativ wenig kenne oder von dem ich wenig weiß. Ich sage nur Stichwort Weltausstellung, Stichwort Vivarium. Aber da wird uns die Fritzi gleich mehr davon erzählen. Ja, inzwischen haben wir auch unsere akustischen Spaziergänge live gemacht. Wir waren mit mehreren Hörerinnen und Hörern im Stephansdom, das war total super. Wenn ihr über unsere weiteren Live-Spaziergänge informiert werden wollt, dann geht doch auf unsere Website und tragt euch für unseren Newsletter ein. Die Website ist www.erzählmirvon.wien. Genau, aber nun zurück in den Prater. Ich sage mal Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, es heißt ja, in Wien, im Prater blühen wieder die Bäume. Das habe ich sehr lebendig vor mir. Mittlerweile sind sie verblüht und stehen in voller Sommerpracht. Und für mich sind die Praterbäume ja eigentlich hauptsächlich diese Kastanienbäume, die in der Prater Hauptallee sind. Und irgendwann, wenn man diese ewig lange, ich glaube 4 Kilometer lange Prater Hauptallee entlang geht, dann kreuzt sie sich mit der Rotundenallee, richtig? Oder ja. Rotundenstraße. Mhm. Warum Rotundenallee oder Straße? Wie kam es dazu? Das werde ich dir dann gleich sagen, aber ich muss nur etwas berichtigen von der vorigen Folge. Und zwar warst du erstaunt über die 400.000 Quadratmeter Stadionbad, woraufhin ich nachrecherchiert habe. Also das Stadionbad ist zwar das größte, aber es ist nur 130.000 Quadratmeter. Ich nehme an, dass der ganze Rondomeis, auf dem das Stadion und Stadionbad und so weiter gebaut ist, 400.000 Quadratmeter ist. Der Rondomeis? Das hat Rondomeis geheißen, dieses ganze Gebiet. Aha. Wo im Stadion und daneben Stadionbad und so weiter ist. Rondomeis, weil da Maisfelder waren oder was? Nein, Mais ist ein Jungwald, ein Wäldchen halt. Aha. Der Name für Jungwald. Gut, aber wir wollen ja Rotundenallee. Also die Rotundenallee bezieht sich auf die Rotunde, die zur Zeit der Weltausstellung gebaut wurde. Und diese Weltausstellung ist 1873. Für 1873 war die geplant. Und die Rotunde war zusammen mit dem Industriepalast. Die Rotunde war immer ein rundes Gebäude mit der größten Kuppel, die es damals gegeben hat. Und der Industriepalast war ein Gebäude daneben, ein langgezogenes. Das war zusammen fast 1000 Meter lang und war also wirklich riesig. Und diese ganze Anlage war größer, um etliches größer als die vorherige Weltausstellung in Paris. Die ein paar Jahre früher war. Und man ist außerdem in Wien dazu übergegangen, und das war ganz neu, obwohl die ausgestellten Sachen nicht sehr innovativ waren, aber dass man Pavillons gebaut hat. Also dass es nicht nur in einem Gebäude, es war ein Gebäude, die Rotunde und der Industriepalast, aber es hat kleine Pavillons gegeben, in denen verschiedene Leute ausgestellt haben. Leute? Naja, Firmen, Handwerker, was auch immer. Wer also etwas auch. Ich habe mir, entschuldige, weil du das jetzt gesagt hast, bei Leute ausgestellt, habe ich jetzt schon ein bisschen vorgedacht an dieses, weil du ja vielleicht auch noch von einem Ashanti-Dorf erzählst. Genau, also an das. Nein. Das hast du nicht gemeint. Das war bei der Weltausstellung noch nicht. Es waren so an die 200 kleine Gebäude dort, also schon eine ganz schöne Anzahl. Und 53.000 Aussteller, also da hat sich schon was getan. Wow. Und wir haben, glaube ich, schon aus der ganzen Welt gekommen. Ja, wir sind aus der ganzen Welt gekommen. Also aus den USA waren sicher Leute da. Und
wie wir schon einmal besprochen haben, hat der damalige Bürgermeister, der Karl-Jan Felder, der ja, glaube ich, 17 Sprachen gesprochen hat, konnte sehr viele der Gäste in deren eigener Sprache begrüßen, was natürlich irgendwie schon sensationell war. Ich kann mich erinnern, du hast in der Folge über den Presseclub Concordia auch erzählt, dass der Kaiser Franz Josef sich dort das Presse, irgendeine Presse angeschaut hat. Ja, ja, und hat es am nächsten Tag seiner lieben Frau vorgestellt, so wie wenn er es selber erfunden hätte, wahrscheinlich, so wie man das vorstellen kann. Ja gut, also die Rotunde, was noch ganz interessant ist, aus dem Aushubmaterial von der Rotunde oder für die Rotunde, ist ein Hügel errichtet worden, der im Übrigen die höchste Erhebung im Prater ist. Ich glaube, das haben wir voriges Mal besprochen, 7 Meter. Das ist nach dem Obersthofmeister benannt worden, Konstantin Hügel. Haben wir ja auch schon gehört, den Konstantin Hohenlohe-Schillingfürst. Genau, und da oben war dieses Kaffeehaus. Da oben war dieses Sacher-Kaffeehaus. Und das ist eben aus dem Aushubmaterial der Rotunde erbaut worden. Hügel gibt es immer noch, oder? Den Hügel gibt es immer noch, aber das Ausflugslokal gibt es nicht mehr. Also das war ja Sacher auch. Und man hat da 15 Millionen Besucher erwartet. Aber es ist leider Gottes so gekommen gewesen, dass erstens der Börsenkrach, zweitens eine Cholera-Epidemie oder umgekehrt, bei der immerhin 3000 Leute in Wien gestorben sind, Menschen in Wien gestorben sind. Und die Cholera-Folge? Ja, und da sind halt nur 7,5 Millionen gekommen, was natürlich das Ganze war, ein ziemlicher Flop. Und es, ja, es sind sehr viele Leute haben nicht nur durch den Börsenkrach, sondern auch durch die Weltausstellung Geld verloren. Die Rotunde ist sehr lange in Betrieb geblieben, bis 1937. Da sind auch die ersten Messen abgehalten worden. Mhm. Nicht katholische, sondern Verkaufsmessen abgehalten worden. Und 1937 ist abgebrannt. War von Brandlegung. Abgebrannt worden. Brandstiftung oder? Man weiß es nicht, aber es ist Brandstiftung sehr stark im Raum gestanden. Und eben diese Weltausstellungen, die haben sie dann irgendwie in Messen verwandelt, sehr oft. Man hat dann gesehen, dass man das halt anders macht. Und in Wien, vielleicht kann man das bei der Gelegenheit erwähnen, dass es auch Messen gegeben hat, und zwar Frühjahrs- und eine Herbstmesse, Wiener Internationale Messe. Und da hat man zwei Locations sozusagen gehabt. Die eine war im Messepalast, hat es damals geheißen. Es war ganz einfach die Hofreitschule. Das Museumsquartier, nicht die Hofreitschule, die Hofstallungen, entschuldige. Das heutige Museumsquartier. Die Ausstellungen waren in der Nähe der Marie-Hilfer-Straße. Und das zweite war eben in der Rotunde bis 1937. Und dann ist nach dem Krieg wieder aufgebaut worden. Und das hat sich aber dann wirklich irgendwie totgelaufen. Und man hat das auf neue Füße gestellt. Und du kennst ja dieses Glasgebäude, das jetzt im zweiten Bezirk ist, an einer anderen Stelle. Und dort, wo jetzt für diese Corona-Kranken die Notquartiere eingerichtet, also die Ausweichquartiere, die nicht gebraucht haben. Die sie nur sehr marginal gebraucht haben. Und dort beim Messegelände, das war immer das war der Praterstrich, auf Deutsch gesagt. Das waren die billigsten Prostituierten, hast du da gekriegt. Und da hat es einen Spruch gegeben, ich weiß nicht, ob ich den öffentlich sagen kann. Sagen. Man hat damals zu meiner Zeit gesagt, man hat einen Fünfer im Busch und der Hintern kommt raus. Aber man verzeihe mir, dass das waren übrigens 5 Schilling. Die armen Frauen. Die armen Frauen. Aber dieser Praterstrich hat sich komplett aufgehört. Der hat sich verlagert, eigentlich in die Außenbezirke, in den 23. Bezirk und so weiter. Vor gar nicht allzu langer Zeit, dass sie da den Straßenstrich. Ja, also das war, ja, und das war die Weltausstellung, und relativ nahe dran, am Anfang der Prater Hauptallee, war eben dann das Vivarium.
Und das Vivarium war das Ganze nennt man die Prater Cottage, das weißt du, und das ist sehr wohl mit der Weltausstellung in Zusammenhang, weil das ist als Schauaquarium für die Weltausstellung gebaut worden. Und konzipiert worden ist das vom Alfred Brehm, interessanterweise. Du kennst Alfred, ja, Brehms Tierleben. Genau, das war so eine Vorläufer. War das schon im Fernsehen? Nein. Brehms Tierleben? Nein, das sind diese Bücher, oder? Das sind die Bücher. Das ist das Lexikon, war das Lexikon für zoologische Wissenschaft sozusagen. Mhm. Also nochmal kurz, dieses Vivarium war ein Aquarium, das zur Zeit der Weltausstellung gebaut worden ist. Naja, nicht nur Aquarium, Terrarium, Aquarium, alles Mögliche. Das zur Zeit der Weltausstellung gebaut worden. Das ist dann 1878 ist eben das Terrarium dazugefügt worden für Reptilien, und dann sind Affen gekommen und Krokodile sind dann dazu. Das hat man sich heute anschauen können. Also wie ein kleiner Tierpark. Ja, ach ja, ja. Man hat sich dann zusammengeschlossen, da hat es einen Tiergarten am Schüttel gegeben. Mhm. Der war, kennst du Magdas Hotel in der Laufsberger Gasse, wo wir einmal waren? Und Ecke Schüttelstraße war eben dieser Tiergarten, der irgendwie nicht funktioniert hat. Und man hat das dann zusammengeschlossen. Und in dem Tiergarten am Schüttel, da kann ich jetzt zurückkommen auf deine Ashanti, auf dein Ashanti-Dorf. Warum? Haben wir dann eben versucht, auf ethnischer Basis sozusagen nicht Tiere auszustellen, sondern Menschen. Und das ist absurd. Ja, aber es ist so, wie wenn wir heute nach Afrika fahren und uns dort die Menschen anschauen. Ich nehme mich nicht aus. Und und das an dem ganzen Thailand. Oder noch Teil, wo auch immer Stämme. Aus. Wo Stämme sind, ja. Und dort waren, also sind wirklich ganze Stämme importiert worden, die dort Quals gebaut haben, was die diese Rundhütten und eben so gelebt haben, wie sie die europäische Gesellschaft die schönen, guten, wilden sozusagen vorgestellt hat. Ich meine, ist ja eigentlich voll, ich meine, es war zur Kolonialzeit, oder? Da war ja so Kolonien und so. Ich meine, Österreich hat ja keine Kolonien gehabt, aber so hat man sich das wahrscheinlich vorgestellt. Aber Belgien hat der Leopold II. War noch in Full Swing. Und das war natürlich schon herablassende Anschauungsweise, und einer der öftesten Besucher dort war der Peter Altenberg. Weil der hat sich diese jungen Mädchen und so halt angeschaut, hat mit denen geredet, hat teilweise sogar die Sprache gelernt, hat einige Artikel geschrieben, die Ashanti geheißen haben, und hat versucht, das ein bisschen zu relativieren, aber ihn wirklich, im Grunde genommen hat er sich auch angeschaut vom paternalisierenden Standpunkt. Weil die haben auch manchmal erzählt, die Leute, die dort gearbeitet haben, die Afrikaner, dass sie äußerst verwundert waren, wie sie sich auf einmal anziehen haben müssen und in welchen Umständen sie gewohnt haben. Also es war halt so, man hat halt den Publikumsgeschmack bedient. Ne? Und musste man, ich meine, war das wie so, ich meine, das klingt jetzt leider, ist jetzt ein blödes Wort, aber war das wie ein Menschentierpark, dass du da auch Eintritt zahlt hast und so? Ja, Eintritt hat man sicher gezahlt. Ja. Schräg. Ja, so war es halt. Eigenartige Dinge. Na gut, und da könnte man jetzt einen Bogen schlagen vom Ashanti-Dorf und von dem Tiergarten am Schüttel wieder zurück in die zoologische ins Vivarium, das dann in eine biologische Versuchsanstalt umgewandelt wurde. Nämlich ist es gekauft worden von ein Konsortium, kann man sagen, das also aus drei Männern bestanden hat. Und sehr, sehr interessant war dort ein Mann, und zwar das war der Eugen Steinach. Mhm. Und dieser Eugen Steinach hat Versuche gemacht, also oder war Wissenschaftler, wenn einmal Versuche, und der hat behauptet, dass er die Menschen verjüngen kann. Mhm. Und zwar war seine, also auf Männer ausgerichtete
These, dass man eine Vasektomie macht, also den Samenstrang durchtrennt, dadurch den Körper zwingt, mehr Testosteron zu produzieren und ihn, den Körper verjüngt dadurch. Und da haben sie sehr viele Menschen haben sie es machen lassen, unter anderem auch der Sigmund Freud. Mhm. Sigmund Freud hat es aber eigentlich deswegen machen lassen, weil der hat ja unter Gaumenkrebs. Ja, weil er ein Kastrations-Issue gehabt hat? Nein, überhaupt nicht. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern der hat eben Gaumenkrebs gehabt und hat sie erwartet davon, dass sein Körper eben dann Sachen produziert, die auch in der Bekämpfung des Krebses sozusagen helfen. Das hat sie aber nicht bewahrheitet. Ja. Das ist sehr in der ganzen Welt herumgekommen. Das hat sogar ein Wort gegeben. Es hat geheißen, man lasse sie steinachen. Also nach dem Steinach, nach dem Namen, mhm. Das war ganz Dings. Und sehr viele haben ihm das nachgemacht. Es sind dann in Amerika, in Frankreich, sind Versuche mit Affenhoden gemacht worden, die man Menschen gespritzt hat. Eben immer, also das Ganze ganz einfach auf hormoneller Basis. Und der Steinach, sind nachher Filme gedreht worden, ein Wissenschaftlicher, der dem Steinach ganz gut gefallen hat. Und dann ist ein Populärwissenschaftler, der also schon wirklich ein bisschen also auf die niedrigeren Instinkte angespielt hat, wo man halt so Bilder gesehen hat, die nicht ganz in die damalige Vorstellung gepasst haben. Und damit hat man ein Publikum angezogen, das hat aber dem Steinach überhaupt nicht gefallen. Und dieser jüngere Wissenschaftler hat was gemacht? Also dieser andere? Der andere Moment, der lebt echt nur vom Steinach noch sagen, was wichtig war, der hat Experimente gemacht und hat mit Hormonen experimentiert, dass er Frauen über die Wechseljahre ganz gut hinwegbringt. Indem er die Männer kastriert. Nein, also der hat ja nicht mit beiden Geschlechtern oder für beide Geschlechter geforscht. Und manche betrachten ihn als Vorläufer der Antibabypille. Aber war der schon ein seriöser Wissenschaftler? Der war ganz ein seriöser Wissenschaftler, der sich halt, der vielleicht auch Erfolge erzielt hat damit. Uns kommt es halt komisch vor. Ich habe zuerst gedacht, wie du quasi gesagt hast, du leitest von dem Ashanti-Dorf auf das Vivarium überleiten und auf den Steinacher, habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich auch dann wieder ein Konnex zu diesem Straßenstrich im Endeffekt. Wieso? Naja, also ich meine, wenn die Männer sich die Samenleiter durchschneiden lassen, dann haben sie vielleicht am Straßen, ist es vielleicht gut für die armen Frauen am Straßenstrich, weil sie dann nicht schwanger werden. Ja, durchaus möglich. Man kann es natürlich nach allen Seiten betrachten. Es ist auf jeden Fall, hat dort noch jemand gearbeitet, und zwar der Paul Kammerer, wenn der irgendwas sagt. Nein. Der Krötenküsser, hat man zu dem gesagt. Und zwar war der Biologe, der sich unglaublich gut mit Kröten ausgekannt hat. Und kein Mensch hat so gut mit Kröten umgehen können wie der. Und der wollte nachweisen, dass gewisse Dinge, die an Tier angewöhnt werden, sich auch vererben. Also das nicht angelegt ist, sondern du bringst ein Tier, und da hat er eben die Geburtshelferkröte gehabt. Und zwar die meisten Kröten paaren sich im Wasser und die Geburtshelferkröte paart sich an Land. Und die im Wasser sich paaren, da müssen die Männchen, ja, damit sie sich am Weibchen festhalten, müssen ja so gewiss, so schwielen sozusagen auf den Saugnäpfe. Saugnäpfe, wie heißt denn das? Was haben denn Kröten? Beine, Pfoten? Kröten wie Froschschenkel. Ja, mit Schenkeln werden sie nicht, aber ist ja wurscht. Das, womit sie auftreten, sagen wir so. Und die Geburtshelferkröte hat das nicht. Und der Kammerer hat Folgendes gemacht: der hat es in den Räumen sehr, sehr warm werden lassen. Mhm. Damit die sozusagen zur Abkühlung ins Wasser gehen mussten und hat behauptet, dass die nach einer gewissen Zeit die Kröten eben auch so Schwielen entwickeln. Nur hat er sehr viele Neider gehabt und man hat ihn dann einer Unregelmäßigkeit bezichtigt. Man hat gesagt, er hat das
also er hat das nur gefaked sozusagen und er hat sich dann umgebracht. Was sehr traurig war, weil er war, ja, erstens einmal konnte kein anderer Mensch mit Kröten und er war zum Beispiel ein sehr großer Verehrer von Gustav Mahler und noch ein größerer von der Alma Mahler. Und die Alma Mahler hat dann auch in diesem Vivarium gearbeitet, hat dort Mehlwürmer sortiert, hat ihr furchtbar graust, aber sie hat das halt, sie hat eine kurze Die Alma Mahler Werfel, wie sie dann später geheißen hat, die war schon eine coole Zeichen. Ich meine, ja, die hat von allerhand sich, die hat sich echt alles angeschaut, finde ich cool. Die hat alles, die hat zum Beispiel, die hat gesagt, es war so ein Wahnsinn, wie der in sie verliebt war. Wenn sie auf einen Sessel gesessen ist und aufgestanden ist, ist er hingegangen und hat den Sessel abgeschnuffelt. Der Krötenküsser. Der Krötenküsser der Kamera. Ja, so Sachen hat es halt erzählt. Und dieses Vivarium ist dann irgendwie niedergegangen und ist dann im 38er Jahr ist der Schriebram, der Chef von dem Ganzen, der Erfinder sozusagen, ist aus rassistischen Gründen halt entfernt worden dort. Und ja, man hat dann dort vielleicht weiter Versuche gemacht, aber auf jeden Fall ist 1945 das wahrscheinlich von der SS in Brand geschossen worden. Und es ist so traurig, alles ist kaputt gewesen und der Krokodil und eine 80-jährige Schildkröte sind auch zugrunde gegangen. Nur mehr Ruine ist übrig geblieben. Das ist das Vivarium gewesen und die Steinachen. Ich finde, das ist, ich meine, eine sehr, sehr biologische Folge heute. Ja, total, in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Sex sells. Ja. Ich jetzt mal Steinachen. Also, Entschuldigung, zu diesem Steinachen noch eine kurze Nachfrage. Wann hat es denn ungefähr aufgehört? Weiß man das? Oder, dass man das ja, macht? Das hat sich dann fortgesetzt in Frankreich und in Amerika, aber das ist bestimmt bis in die 30er Jahre gegangen. Der Steinach selber hat ja ein Pech gehabt, der hat einen Patienten gehabt, der hat sich das machen lassen, diese Vasektomie, und hat sich wahnsinnig wohl gefühlt. Und hat dann, das war ein Engländer, glaube ich, und hat gesagt, er wird jetzt, reicher Engländer, er wird irgendeine Halle in London mieten und wird über seinen Zustand berichten, wie toll und wie gut und wie ihm geht's getan hat. Und die war ausverkauft. Und blöderweise am Tag bevor er oder in der Nacht bevor er auftreten hat, ist er gestorben. Oh. Und er ist anscheinend an einen Herzschlag oder was gestorben. Aber es haben natürlich sehr viele Leute auf die Behandlung vom Steinach zurückgeführt, was vielleicht für ihn nicht so günstig war. Nein, das ist eine echt interessante Geschichte. Da sieht man mal wieder, wohin die Eitelkeit und der Wunsch nach irgendwie Schönheit die Menschen treibt. Das finde ich, oder Jugend oder so. Ja, aber es war wirklich ein Thema damals. Ja, interessant. Was es alles gibt, echt. Lassen wir uns auch Stein. Du nicht, aber ich werde mir auch Steinachen lassen. Wie willst du dich Steinachen lassen? Naja, bei Frauen hat er andere Möglichkeiten gehabt. Ne? Oder, ja. Aber immerhin hat er die Wechseljahre der Frauen zu erleichtern versucht. Im Übrigen haben die zum Beispiel einen sehr hohen Prozentsatz an weiblichen Beschäftigten gehabt in dieser biologischen Anstalt. Hat er dann biologische Versuchsanstalt geheißen. Weil die Frauen immer ganz gern die Drecksarbeit machen, also gern, unter Anführungszeichen. Ja, die haben die Mehlwürmer sortieren dürfen. Naja, also ich meine, ich werde vielleicht aus der Folge mitnehmen, dass ich mal wieder versuchen werde, nicht den Krötenküsser zu küssen, aber vielleicht finde ich einen, wer weiß. Ja, du weißt ja eh, dass man die Prinzen küsst und sie werden zu Fröschen. Ja. Meistens. Nicht umgekehrt. Also ich probiere es mal. Gestern habe ich bei meinem Haus auch einen Frosch gesehen. Der war lustig. Aber gut, ich werd mich mal umschauen. Also vielleicht finde ich einen richtigen verwandelten, verzauberten Prinzen, vielleicht auch nicht. Oder es ist umgekehrt dann. Oder es ist umgekehrt. Hast du Pech gehabt. Habe ich Pech gehabt. ja, also
Ich schaue mich um, dann du fährst in die weite Welt hinaus jetzt mal. Eigentlich, ja. Und ich, ja, und wir hören und wir machen dann, wir schauen einfach, wir hören uns wieder und ich freue mich schon drauf. Ja, wir haben jetzt vom Prater noch zu berichten. Es gibt noch mehr über den Prater. Ja, genau. Mach's gut inzwischen und du auch, hab's schön. Hab's schön, danke für die interessanten Insights. Schöne Ferien allerseits. Schöne Ferien. Und wir hören uns hoffentlich noch in den Ferien. Unbedingt, auf jeden Fall. Gut. Bis dann, tschüss. Ciao, Edith. Tschüss. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.